Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Da sind wir wieder. Noppeli 38 im Level, aber kurz vor 39. Wir sehen den Balken oben. Rechts ist fast voll. Finde ich mir ganz so viel XP. Wir können mal kurz schauen. Ich habe gestern nicht mehr so viele Fische gefangen. Ich habe noch den Tag zu Ende gemacht. Heißt noch gut 300 XP. Brauchen wir bis zum nächsten Level. Und das sollten wir hier tatsächlich schnell erreicht haben, Freunde. Denn ich bin heute in Alaska unterwegs, weil in den Kommentaren von dem heutigen Video stand, was halt noch in Louisiana war, über ein Alligatorhecht, dass man in Alaska wohl keine Fische mehr fängt oder nicht mehr so viele oder ich weiß es nicht. Und da habe ich gedacht, checken wir das einfach mal aus. Und beim ersten Wurf habe ich direkt mal einen Fisch gefangen und wir können uns mal kurz angucken, was der so bringt und vor allem was es für einer war. Und da sehen wir schon. Königslachs in Trophäengröße, der erste Wurf. 16 Kilo. Freunde. 800 XP. 200.000 Cash. Ich glaube, ich lag gestern beim Alligatorhecht etwas daneben, wenn ich sagte, dass man damit gut leveln kann. Okay, du wirst jetzt nicht immer einen Trophäenlachs fangen, aber die normalen Männer wahrscheinlich auch ordentlich gehen, ist halt Alaska, du hast halt hier Level 38 erst die Begrenzung und wie sie es halt gesagt haben, wächst das, je höher man vom Gewässerlevel her kommt, also die Erfahrung und das Cash. Finde ich auf jeden Fall krass, aber das Cash muss man echt, also ohne Witz, man muss echt aufpassen. Ich hatte ja jetzt Louisiana geangelt, hatte ich ja die 2 Tage geangelt und habe da glaube ich so knapp 17.000 verdient. Aber es kostet halt auch eine Menge. Die Reise kostet mal, glaube ich, 10.000 plus die 2 Tage sind 14.000. Und dann komme ich wieder und habe erstmal Reparaturkosten von 7.000. Obwohl ich halt nur 2 Tage nicht mal voll durchgeangelt habe. 7.000, Freunde, Reparaturkosten. Also da habe ich schon dick Minus gemacht. Das heißt also, Kurztrip und so kann man sich, glaube ich, echt sparen. Wenn man nicht mehrere Tage hier den Kescher voll macht, dann hat man auf jeden Fall, glaube ich, schlechte Karten irgendwann. Das Cash ist relativ schnell weg. Ich weiß nicht mehr, wie plötzlich gestartet bin mit 250.000 oder so. Jetzt habe ich noch 210.000 knapp. Also schon ordentlich was verloren. Jetzt können wir hier hoffentlich noch ein paar Lachse fangen und was reinholen. Setup sehen wir schon hier. Das war gerade das erfolgte Set. Rivertex Cybermonster 270 natürlich am Start. Weil wir natürlich auch mit einzigartigen Königslachsen rechnen müssen. Denke ich zumindest. Redfish 5500 als Spule 06er Fluro. Und der Crankbait in Lemon. 2,5 Meter 6,0. Können wir kurz in den Rang dazu gucken, aber normalerweise müssten wir halt echt 4 drin sein. Guck mal, hier sehen wir schon Alligatorhechte. Fast bis 50 Kilo. 47,9 aktuell der schwerste Alligatorhecht. Da geht auf jeden Fall ordentlich die Party. Aber wir sind hier und hier 37,3 der erste einzigartige Königsort. Und den haben die immer noch nicht verbessert. Das werden die nie hinbekommen, das Zeta noch einzufügen. Aber egal, wir wollen erstmal Fische fangen, gehen wir hier in den Spot und betreten einfach mal das Gewässer und hoffen, dass das direkt so weitergeht wie gerade auch. Und ich bin alleine. Das Ding ist, eigentlich sind hier 91 Leute angezeigt gewesen, als ich hingereist bin. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch irgendwo nochmal sieht. Ich glaube tatsächlich nicht. Sogar aber 2 Freunde standen da. Kann man mal kurz abchecken, ob die hier irgendwo sind. Alaska tatsächlich. Aber kann sein, dass sie halt doch Premium haben und deshalb vermutlich vielleicht privaten Chat aufhaben oder so. Aber dass hier halt gar keiner ist, das verwundert mich so extrem, weil ich hier alleine bin. Ich glaube, ich habe sogar in den Kommentaren gelesen, dass irgendjemand auch geschrieben hat, dass er andauernd alleine im Chat ist. Vielleicht gibt es da einen Bug oder so, dass die für jeden Spieler einen neuen Chatraum eröffnen. Was natürlich dann wieder super wäre mit den 3D-Avataren, ne? Aber ich meine, gestern in Louisiana zum Beispiel hatten wir ja paar Freunde am Start, die wir gesehen haben. Das Spot ist ja altbekannte, da habe ich ihn gerade auch gefangen. Sonne morgens, sollte passen. Ich will einfach durchkohlen auf Stufe 2, vielleicht mal auf Stufe 1 runterschalten, je nachdem wie es läuft. Und dann hoffentlich, guck, zweiter Wurf, zweiter Fisch ist natürlich der erste Wurf vom aktuellen Spielstart, weil ich das Spiel gerade einmal neu starten musste, um den Sound umzustellen, aber auch das wieder ein Königslachs, denke ich. Der kommt dann schon aus dem Wasser. Der sieht doch gar nicht mal so klein aus. Aber für den Einzigartigen macht er auf jeden Fall, glaube ich, zu wenig Dampf, oder? Ja, wird wahrscheinlich eh so ein
Trophy wieder werden, aber soll mir natürlich recht sein. Gibt nämlich wieder XP und damit haben wir dann auch Level 39 erreicht. Und vor allen Dingen, ja, vielleicht ist auch normaler, ich weiß es gar nicht. Aber auch die springen halt ein bisschen anders jetzt, ne? Boah, kurzer Ruckler. Ja, die kämpfen schon ein bisschen wilder irgendwie. Aber da haben wir den nächsten in Trophäengröße auch wieder 872 XP, wieder 200.000 Cash. Also haben wir schon 5.000 Cash mit zwei Fischen gemacht in 13 Ingame-Minuten. Freunde, das ist ja wohl was, oder? Und jetzt haben wir auch Level 39, kriegen ein Badcoin als Belohnung. Und neue Routen sind verfügbar. Und neue Rollen. Jetzt haben wir es mit 5.000. Guck an, jetzt am nächsten Level werde ich dann wahrscheinlich die 5.500 erreichen. Das finde ich eigentlich ganz gut mit der Einblendung, was man halt jetzt alles erreicht. Ein neuer Köder, 600 Kunstgüter. Das ist schade, dass da nicht steht welche, aber das wäre wahrscheinlich zu viel. Neue Setzcacher verfügbar. Okay, das war's. Das waren unsere Errungenschaften, die wir freigeschaltet haben. Ich möchte mal kurz gucken, inwiefern ich jetzt hier noch die XP sammeln muss. Okay, wir haben jetzt 217.000. Boah, scheiß Winter. 217.000 und brauchen 252.000. Das kann ich im Kopf nicht ausrechnen so schnell. Sind auf jeden Fall irgendwas mit 30.000, glaube ich. 35.000 oder was kann das sein? Ja, müsste sein. Irgendwie so um den Dreh. Und das heißt, es sind gar nicht mal so viele Fische. Weil wir müssen überlegen, so ein Königslack in so viel Größe bringt 800. Also brauchen wir so knapp, keine Ahnung, kann ich jetzt überschlagen, so 40, 45 Fische vielleicht. Von den Trophies. Die kann man ja schon mal fangen. Also das dauert jetzt echt nicht ewig, bis man halt dann auch das nächste Level erreicht hat. Das ist eigentlich human, muss ich sagen. Und dann haben wir auch bald das Level 40 letztendlich erreicht. Ich kann mal kurz die Kommentare durchlesen. Habe ich nämlich selber... Ach, guck mal, da war schon ein Biss, aber der Fisch blieb nicht hängen. Habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. Da stehen dann auch noch so ein paar Sachen, die Leuten aufgefallen sind, weil ich habe natürlich noch überhaupt nicht alle Gewässer abgecheckt und deshalb kam ich überhaupt nicht dazu, irgendwie so ein Fazit zu machen. Aber Alaska ist auf jeden Fall schon mal gut. Auf jeden Fall besser als Louisiana, muss ich feststellen. Und Tränkso schreibt auch was. Nach dem langen Wochenende kann ich nun das... Kann ich nur sagen, dass Michigan sich lohnt. Also er war wohl in Michigan unterwegs. Man fängt da wohl viele gut bezahlte Fische. Okay, Tiger macht sich normal bringen 400 bis 500 Cash. Ist natürlich für hier nicht so viel, aber die wiegen halt auch nur 3 Kilo oder sowas. Und 3, 4 Kilo ist natürlich kein Vergleich zu so einem Trophy-Ding hier. Ich würde mal wissen, was die Einzigartigen bringen. Blauwels 800 Cash. Ah, der hat durchgeangelt von 5 bis 21 Uhr und hat 15.000 Cash gemacht. Ohne Premium. Die Werte, die ich hier habe, sind übrigens alle mit Premium. Da steht jetzt leider nicht dahinter. Aber ich habe ja den Premium-Account bekommen, weil ich die Beta gespielt habe. Und deshalb sind diese 200.000 natürlich alles Beta-Werte. Ach, Beta sag ich schon, alles Premium-Werte. Ohne Premium hast du halt dementsprechend weniger. Aber ich denke immer noch, dass man hier am Tag durchaus mehr als das machen könnte. Aber macht auch Sinn, weil Michigan halt vom Level her ein Stück unter Alaska liegt. Solange die Fische halt beißen. Es kommt halt darauf an, ob das halt wirklich immer so gut läuft. Oder ob das gerade einfach Glück war, dass ich direkt zwei so dicke Viecher gefangen habe. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einen Einzigartigen. Das wäre echt mal schön zu sehen, wird der auf die XP und auf die Geldwaage bringt. Ja, okay, er schreibt auch, dass man Michigan nicht betreten sollte, wenn man nicht das richtige Equipment hat. Das ist tatsächlich so. Das war ja schon so, als die eben Michigan mal kurz gesenkt hatten. Ich weiß gar nicht, was für ein Level. Aber da kam ja so, oder sogar, mindestens sogar freigeschaltet für ganz unten, für Level 1 oder was weiß ich. Aber da ging das ja auch da drunter und rüber. Ja, da konntest du ja die Fische da nicht fangen. Da kamen halt die ganzen Leute hin mit Level 2 oder was und wollten da die dicken Fische rausziehen. Aber das ist natürlich nie machbar, ne?
Könntest du deine Videos nicht in Kategorien einteilen? Fragt Christoph Rose oder Rosé oder wie auch immer das heißt. Also Missouri, New York, Michigan und eventuell updaten. Nee, werde ich nicht tun. Weil ich dann halt für jeden See quasi eine eigene Playlist machen müsste. Und die wird man dann quasi auch nicht. Also ich könnte ihn halt auch auf der Startseite einblenden, aber dann hätte ich halt alleine schon, ich weiß nicht, wie viele Gewässer es hier aktuell gibt, aber allein 10 Einblendungen nur mit Fishing Planet Playlists. Und die anderen Sachen fallen dann halt irgendwie komplett weg oder gehen unter. Und deshalb mache ich das nicht. Ich könnte natürlich die einfach nicht einblenden und das quasi als eine private Playlist machen, ähnlich wie bei The Hunter. Bei The Hunter habe ich das so gelöst, weil ich halt da die aktuelleren Videos auf der Startseite von meinem Kanal haben möchte. Deshalb läuft die Playlist rückwärts. Es gibt aber tatsächlich eine Playlist, die vorwärts läuft von The Hunter. Dazu muss man aber dann oben auf Playlist klicken. Allerdings wissen das sehr wenige, dass es dieses Feature gibt, dass man tatsächlich oben auf die Playlist klicken kann. Und deshalb kommt ab und zu mal die Frage, warum die Playlist rückwärts läuft und warum die nicht vorwärts geht. Aber die gibt es tatsächlich, man muss die nur finden. Und aus diesem Grund werde ich das auf jeden Fall nicht für Fishing Planet machen, dass ich das irgendwie unterteilen werde. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nervig, dann zu suchen, wenn man irgendwas Spezielles sucht. Aber ja gut, im Zweifel guckt man halt die aktuellen Videos sich dann einmal kurz durch. Das dürften dann halt nicht so viele sein, wenn man dann halt schon bei Folge, ich bin jetzt gerade, glaube ich, bei, das glaube ich, 223, 222, ich weiß gar nicht, 223 müsste das hier, glaube ich, sein. Wenn man dann natürlich bei Folge 110 oder so ist, dann kann man sich natürlich denken, dass da schon ein paar Updates her ist. Und da braucht man eigentlich nicht suchen. Updaten ist in der Tat so eine Sache. Das muss man natürlich nach und nach machen. Das Ding ist aber, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Und die Zeit habe ich im Moment nicht. Ich kann halt im Moment überhaupt nicht die ganzen Einzigartigen zum Beispiel fangen. Deshalb, also wenn ihr auf jeden Fall irgendwie Änderungen da bemerkt oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da zu den Einzigartigen zumindest, zu den Alten, zu den Neuen noch nicht, aber zu den Alten gibt es da zumindest dieses, die ganzen Guides dazu, zu den Einzigartigen, auch in einer eigenen Playlist sogar. Also die findet man auf jeden Fall da. Und wenn sich da irgendwas ändert, könnt ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Was ist denn hier mit den Fischen los? Nur Hänger kriege ich hier, aber keine Fische. Aber wie gesagt, also nach Gewässer oder so unterteilen werde ich da definitiv leider nichts, auch wenn es vielleicht angenehmer wäre für einen oder anderen. Ist da noch irgendwas Wichtiges dabei in den Comments? What the fuck, durch das Update wurde mein Premium gelöscht. Alles klar. Kann schon mal sein. Ah, guck, hier steht's. Weißt du, wieso seit dem Update niemand mehr in den Chats ist? Nee, weiß ich nicht. Bin jetzt auch allein hier. Aber gestern ging's ja noch. Also, ich weiß nicht, ob das hier aktuell nur ein Fehler ist oder ob alle sich irgendwo anders tümmeln oder halt durch die Premium-Räume, die sich aktuell noch alle leisten können, weil sie vielleicht Beta gespielt haben, alle im Single-Raum sind. Keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall meinen nächsten Fisch hier gehakt. Ah, da geht's schon mal ein bisschen in die Bremse. Gucken wir mal, was da rauskommt. Aber die Rutenspitze zappelt nicht so. Und ich glaube, bei großen Fischen, da wackelt die halt immer richtig wie Wackelpudding. Deshalb rechne ich mal eher, dass das hier schon fast normaler ist, oder? Das ist nicht mal ein Trophy, glaube ich. Auch wenn er ein bisschen in die Bremse ging am Anfang. Gucken wir mal, was da rauskommt. Das sieht echt nicht so groß aus, muss ich sagen. Ist ein Königslachs, aber ich glaube nichts Besonderes, oder? Ah, Trophy, okay. Interessant, wir haben auf jeden Fall 3 Fische und 3 Trophys. Kein normaler bis jetzt. Ich meine, mir soll es natürlich recht sein. Aber schon ein bisschen verwunderlich, dass hier die Kleinen gar nicht... Liegt es vielleicht an der Hakengröße, dass man mit dem 600 Haken nur Trophys fängt? Das wäre mal eine Nummer. Bin ich echt gespannt. Aber noch keinen einzigartigen haben wir. Kann wohl nicht sein. Normalerweise beißen die noch irgendwie Sand am Meer. Aber vielleicht haben sie das auch gepatcht. Das weiß ich natürlich nicht.
Dann gibt's noch einen Kommentar. Hallo, das mit dem Beißhalten stimmt wohl auch noch nicht so ganz. Habe heute bei Sonne um kurz nach 5 Uhr einzigartigen Gabelwels gefangen und bis 6 Uhr noch einige Trophäen. Natürlich stimmt das nicht. Also, was heißt nicht stimmen? Ich kann halt nur sagen, wo ich mal meinen einzigartigen gefangen habe, was halt bis jetzt noch nicht viele waren. Das heißt natürlich nicht, dass man die zu anderen Zeiten nicht fangen kann. Auch wenn ich da schon geangelt habe zu den Zeiten vielleicht. Aber vielleicht hat man auch einfach mal Pech und fängt da keinen in der Stunde dann. Oder was weiß ich. Jetzt haben wir hier mal einen Buckelachs. Mal gucken, was der so bringt. Auch in Trophäengröße. Guck mal, der bringt zum Beispiel mit 3,7 Kilo schon annähernd so viel, wenn nicht sogar fast identisch viel, wie der Alligator in Louisiana. Das muss ich dir mal reinziehen. Heißt also, wenn man hier quasi... Ach, guck mal, da hinten ist einer. Ich bin nicht mehr alleine. Juhu. Wer ist denn hier? Captain Iglo. Hi. Heißt das, man könnte rein theoretisch auch mit China oder so die ganzen Viecher einfach mit der Pose fangen, die vor mir aus die Silberlachs oder was weiß ich, was da hier rumschwimmt. Oder die Keta-Lachse. Man wird halt, glaube ich, auch schon dick Erfahrung kriegen. Ah gut, solange die... Königslachse hier beißen, ist mir das auch recht. Also wie gesagt, damit beißt halt ist natürlich klar, ja, also... Keine Gewähr, ich habe halt nur in den aktuellen Videos gesagt, von den einzigartigen, die ich in der Beta gefangen habe, wann ich sie gefangen habe. Heißt aber nicht, dass man die außerhalb dieser Zeiten nicht fangen kann. Aber schreibt irgendwas, ich weiß noch nicht. Was? In der Tat. Jo, da waren wir. Dann ist noch ein Kommentar. Hallo, ich war Level 17, bin jetzt nur Level 2. Warum? Ja, weil sie es angepasst haben, aber das wurde, glaube ich, unten schon beantwortet. Muss ich aber nochmal echt loben, ja. Dass da viele Fragen, die aufkommen, auch von anderen schon beantwortet werden, weil ich in den letzten Tagen echt kaum dazu komme, irgendwas zu beantworten. Weil ich meist den ganzen Tag unterwegs bin, aber nichtsdestotrotz gibt es dann immer wieder Leute, die auf jeden Fall was in die Kommentare schreiben und das ist echt sehr, sehr gut und dafür auf jeden Fall ein großes Danke. Was wurde denn da geantwortet? Erstmal lesen. Die gesamte XP wurde umgewandelt. Ja, tatsächlich. Er schreibt auch, dass die XP umgerechnet wurden. Die wurden nämlich nicht 1 zu 1 übertragen. Deshalb fiel mir das auf, dass, weil ich halt echt geglaubt hätte, dass ich halt vorher weit über 2000 XP habe, die man jetzt halt für Level 40 braucht. Und er schreibt, er hatte vorher über 4 Millionen XP und hat jetzt Level 40 mit 10 Rängen, aber insgesamt nur 690.000 XP. Also da wird auf jeden Fall irgendwie was umgerechnet. 15% des ursprünglichen, schreibt er. Das kann natürlich sein. So, dann ja noch ein Kommentar. Oh, harte Kritik hier. Wissen, wo man hinwerfen muss, auf welcher Höhe, bei wie vielen Metern, ist kein Angeln und erst recht kein Spielen. Das ist scheiße. Natürlich, aber muss ja nicht gucken. Ja? Also da kann ich keinem helfen. Ich kann da keinem jetzt zwingen, die Videos zu gucken. Von daher. Einfach nicht reinschauen, wenn du es nicht sehen möchtest. Aber andere wollen es halt sehen und ansonsten angle ich halt auch nur. Kannst ja noch andere Stellen finden, wo du die Fische fängst, gerade jetzt mit dem Migration Update, wo die Fische halt hin und her wandern, zu unterschiedlichen Zeiten. Da gibt es natürlich auch noch genügend Alternativen, die Fische halt woanders zu fangen und selber Dinge auszuprobieren, zu suchen, zu schauen, wie es geht. Man muss tatsächlich nicht immer alles abgucken. Ich glaube, das war vorher auch schon so ein Problem, durch da politisch so ein Spot-Feeling aufkam. Oh, da ist der nächste Fisch. Weil halt viele einfach nachgemacht haben und nicht selber ausprobiert haben. Das wird es vermutlich auch wieder so kommen, aber tatsächlich lassen sich die Fische an vielen verschiedenen Stellen fangen. Oh, der könnte ein bisschen größer sein, müssen wir mal gucken. Und deshalb kann man ruhig mal ausprobieren. Jetzt kommt wieder so ein langer Kommentar, den kann ich jetzt nur überfliegen in der Zeit. Was haben wir denn hier? Haben wir jetzt mal den einzigartigen? Oder eher auch nicht, oder? Wenn es einer ist, dann eher ein kleinerer in der unteren Region.
Aber, nee, das ist auch wieder ein Trophy. Aber auch wieder ein Trophy, Leute. Vier Stück oder was haben wir jetzt? Und alle vier Trophäenlachse. Auch der Buckellachs war übrigens ein Trophäenfisch. Könnte das echt mit der Hakengröße zu tun haben? Ich weiß es nicht. Ich habe aus 11 Gold über 100 Baitcoins bekommen. Ich weiß echt nicht, wie die das umgerechnet haben. Ob die da irgendwas noch dazu gerechnet haben oder so. Keine Ahnung. Aber er schreibt auch, dass man mit dem 100 Kilo Kescher gerade mal die Tageskosten gut rein bekommt. Und für die Reisekosten muss man schon drei Tage an dem Ort bleiben. Ja, das ist echt. Ich glaube, das ist echt ein Problem, gerade in unteren Gewässern, wenn du halt noch so einen riesen Kescher hast. Da fehlt, glaube ich, echt ein bisschen das Balancing, muss ich sagen. Gerade mit den enormen Reparaturkosten, die man teilweise hat. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist echt eine Umstellung auf jeden Fall zu vorher, wo manche wahrscheinlich auch Geldprobleme hatten, aber ich meine, wenn man da sich wirklich mal ein bisschen hingesetzt hat, dann hatte man die eigentlich nicht. Und vor allem, wenn man nicht so viel hinterherreist ist, und das darf man jetzt auf keinen Fall mehr machen. Mal eben für einen Tag irgendwo hin oder so. Ist, glaube ich, ziemlich teuer. Ich glaube, das ist auch ein bisschen problematisch für Leute, die halt viel Turniere spielen oder so, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass die halt richtig dafür blechen müssen. Wenn sie halt mal da irgendwie drei Turniere nacheinander spielen wollen, dann müssen sie da erstmal hin und her reisen. Und das kostet natürlich dann richtig viel Geld. Hilfe, ich wurde gebannt und weiß nicht warum. Ja, weiß ich auch nicht. Hab nichts verbrochen. Weiß man halt nicht, was da wieder schiefgelaufen ist, aber Support hat er angeschrieben, also einfach mal abwarten. Dann Alaska wäre gut, da fange ich irgendwie überhaupt nichts mehr, deshalb sind wir hier. Auf den Kommentar habe ich mich gerade bezogen am Anfang, aber Fische scheinen noch zu laufen. Tatsächlich keine normalen mehr, warum weiß ich nicht. Müsste vielleicht auch mal die anderen Spots versuchen. Aber ich wollte jetzt eigentlich den einzigartigen Königsachse vielleicht noch rausziehen. Aber der scheint tatsächlich ein bisschen seltener geworden zu sein. Und da werden wir dann vielleicht kein Glück mehr haben im Video. Aber werden wir auf jeden Fall alles nachholen. Alles mit der Zeit. Ach guck, da steht sogar, dass so wenig Leute am Gewässer sind. Liegt daran, dass nach dem Update die Chaträume verbuggt waren oder noch sind. Jeder wird in einen eigenen Chat geworfen und nicht mit anderen zusammen. Selbst wenn man nur den Spot wechselt, kommt man in einen neuen. Hoffe, das wird noch gerichtet. Also genau das, was ich am Anfang schon vermutet hatte, scheint wohl tatsächlich als Bug zu bestehen. Nämlich, dass es genau so ist. Dass man immer in einen eigenen Chatraum kommt, was echt ein bisschen mies ist. Das sollten die auf jeden Fall fixen, wenn es wirklich so ist. Ich hatte 19 Coins und nach dem Update nur noch 3. Okay. Aber ich glaube, das waren so die wichtigsten Updates alle. Ich werde gleich, ach, die wichtigsten Kommentare, ich werde gleich alle auch nochmal im Chat beantworten. Oh, hier fragt einer, ob man in der Elbe angeln kann. Ne, das kann man leider nicht. Aber bald kommen, glaube ich, auch europäische Gewässer. Und einer fragt noch, wann wieder Landwirtschaftssimulator kommt. Landwirtschaftssimulator muss ich ehrlich gesagt sagen. Hätte ich schon Bock drauf, aber das Ding ist, das ist einfach so zeitintensiv, dass du halt das Geld irgendwie offscreen erstmal holen musst. Ich könnte natürlich irgendwie mir das Geld ercheaten, aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ich möchte mir das schon erspielen. Deshalb komme ich im Moment nicht dazu, da irgendwie großartig weiterzumachen. Das, ich könnte da halt jetzt nur noch aktuell meine drei Felder die ganze Zeit bestellen und warten, bis sie fertig sind und abernten. Oh, komm, Buckelachs, bleib hier. Aber ist halt auf Dauer auch nichts Erfüllendes, ne? Ich will natürlich auch dicke Maschinen dann da irgendwann bekommen und was weiß ich. Und das ist halt mit der aktuellen Zeit nicht drin, weil das halt echt schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, um da an Geld zu kommen.
Und die fehlt mir aktuell. Deshalb pausiert das auch. Overwatch CSGO pausiert, solange ich keinen Rang habe. Denn ich war wieder einen Monat oder so inaktiv. Beziehungsweise, was heißt inaktiv? Ich habe halt die Overwatches gemacht. Aber habe selber keinen Rank gespielt. Und dann wird es halt irgendwann. Verliert man halt irgendwann seinen Rang und dann kannst du kein Overwatch mehr machen. Das heißt, ich müsste jetzt wieder einen Rank spielen, müsste gewinnen. Das ist das Problem an der Sache. Du musst halt eins gewinnen, ja. Nicht nur einen Rank spielen, das hätte ich vielleicht schon durchgezogen. Aber mir das dann anzutun, na, gegen die ganzen Hacker-Banditen wieder ein Match zu gewinnen, fehlt mir ein bisschen die Motivation. Muss ich mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und dann kommt das auch auf jeden Fall wieder. Was haben wir sonst noch so? The Hunter kommt auf jeden Fall auch bald. Keine Panik, ich muss jetzt erstmal hier sehen, dass ich mit Fishing Planet zurechtkomme. Hier gibt es auf jeden Fall so viel Neues, das müssen wir erstmal alles machen. Vielleicht streue ich zwischendurch mal ein Video The Hunter ein, das kann sein, aber ich will euch nicht sagen, wann und möchte keine Versprechen machen. Sonst heißt es, du hast aber gesagt, das kommt heute. Es kommt auf jeden Fall noch und bald dann hoffentlich auch Call of the Wild. Sollte ja dann auch demnächst mal endlich rauskommen, hoffe ich zumindest. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Wird, denke ich, ganz nett. Aber ich würde sagen, haben wir auch genug gelabert heute. Wenn mir nach dem Hufe nichts mehr beißt, dann machen wir erstmal dicht. Und gucken uns mal kurz den Cash an, was wir so bis jetzt verdient haben in den 1,5 Ingame-Stunden. Müssen so knapp 11.000, 12.000 sein. Da sehen wir es. 11.300, um genau zu sein. XP steht jetzt hier nicht. Können wir uns ungefähr ausrechnen. 800 sind 3.200, also 3.600 XP ungefähr. Was eigentlich echt ganz ordentlich ist. Dafür werden wir nur noch 35.000 brauchen oder so. Ist das schon. Ganz gut. Also, Lachse beißen auf jeden Fall noch. Einzigartig habe ich jetzt keinen gefangen, aber war natürlich jetzt auch nur kurze Zeit. Werde ich auf jeden Fall weiter versuchen, auch die anderen Lachse und was weiß ich. Aber was wir dann im nächsten Video machen, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich an den Schiff fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.